Liebe Freunde, Am Israel! Am Israel! Alle zusammen, Am Israel! Wir sagen laut und deutlich, liebe Lala, wir sagen laut und deutlich, wir als Juden und als Freunde der jüdischen Volk wollen ein lebendiges, positives, starkes jüdisches Leben in Deutschland und wir werden uns nicht erlauben, runterkriegen zu lassen. Am Abend von Pesach sagen wir bei dem Tisch, Shebechol dor vador omdim aleinu lechaloteinu vahakadosh baruch hu matzilenu miyadam. In jeder Generation, es gab die Pharaos und es gab der Hitlers, es gab die Inquisition und es gab der Ahmadinejad, es gab die Judenhasser und sie sind alle heute in Wikipedia und der jüdische Volk ist hier. Und warum ist der jüdische Volk hier? Weil unser Weg ist der Weg der Liebe, unser Weg ist der Weg der Frieden, unser Weg ist der Weg der positiven Ermutigung. Wir stehen alle heute mit Israel. Unsere Brüder und Schwestern in Israel brauchen uns und dem jüdischen Volk und dem jüdischen Land ist eins und untrennbar. Das ist klipp und klar. Am Israel und Eretz Israel und Torat Israel, dem jüdischen Volk und dem jüdischen Land und dem jüdischen Bibel ist eins. Wir stehen zusammen mit unseren nicht-jüdischen Freunden und Freunden zusammen, weil wir wissen, nur zusammen, nur geschlossen sind wir stark. Und das ist kein Kampf gegen Juden nur. Das ist ein Kampf gegen uns alle. Diejenigen, die heute gegen Juden sind, sind morgen gegen Frauen und übermorgen gegen alle, die die Demokratie schützen. Und wir wissen, dass die Stärke von Menschen ist, wenn wir zusammenstehen. Deswegen erstmal ein riesengroßes Kompliment an diejenigen, die diese wichtige Veranstaltung organisiert haben und an alle, die teilnehmen. Weil dadurch zeigen wir, dass die Stärke zusammen wird uns immer auch eine Zukunft garantieren. Was können wir tun? Wie können wir handeln? Natürlich unterstützen Israel, natürlich unterstützen andere Menschen, aber auch unterstützen uns selber. Wissen, dass wir in Deutschland sind nicht Opfer. Wir sind stark. Jüdisches Leben ist stark und deutlich. Wir können auch mehr praktizieren, mehr Kerzen zünden, mehr guten Taten machen. Lass uns antworten die Hass. Aber wir antworten die Hass mit Liebe. Wir antworten die Dunkelheit mit Licht. Wir antworten die Tyrannie mit Demokratie. Wir antworten dem Negativ mit Positiv. Das ist der jüdische Weg. Wir bleiben nicht leise. Wir handeln. Und an dieser Stelle möchte ich deswegen sagen, dass heute sind wir alle Botschafterinnen und Botschafter Israels. Wir sind alle Botschafterinnen und Botschafter der Demokratie. Wir haben alle persönlich die Pflicht, nicht zu verstecken. Nein, wir verstecken uns nicht. Wir sind hier, wir sind stolz. Gleichzeitig, wir nehmen die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, die notwendig sind, leider in dieser Stadt, in unserer Stadt. Aber trotzdem, wir bleiben bewusst und stolz. Ich grüße auch Lala Suskin, die Jiddischkeit seit vielen Jahren hier unterstützt. Und gemeinsam lasst uns versuchen, mehr Licht, mehr Kerzen, mehr Freude, mehr Liebe, mehr Positiv, mehr Zukunft. Jetzt kommt in einigen Wochen Chanukka. Lasst uns in diesem Jahr umso mehr Licht zünden. Alle Frauen können zünden Kerzen vor Schabbat. Das ist unsere Aufgabe. Einfach dem Positiv wird dem Negativ überwinden. Und ich möchte enden mit mitteilen, meine Oma, die Holocaust-Überlebende war, hat mir gesagt, Yehuda,
Dunkelheit kann man nicht mit einem Besen wegtreiben, nur mit Licht. Wir sind hier für Licht, wir sind hier für Positiv. Lass uns enden gemeinsam mit einem Gebet. Bitte sagen Sie gemeinsam mit mir, lass uns beten für die 241 Geiseln, die sofort freigehen sollen. Lass uns gemeinsam beten für ihre Freilassung. Lass uns gemeinsam beten für die Sicherheit von Israel, für die Soldaten, die momentan ihr Leben in Gefahr legen, für uns allen, für alle Menschen auf der Welt. Bitte sagen Sie mit mir, Oseh, Shalom, Bim Romav, Hu, Ya'aseh, Shalom, Aleinu, Ve'al Kol, Yisrael, Ve'imru, Amen. Und gemeinsam, O Hoseh, Shalom, Bim Romav, Hu, Ya'aseh, Shalom, Aleinu, Ve'al kol Yisrael ve'imru imru amen. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Vielen Dank und Shalom. Vielen lieben Dank, Herr Rabbiner Teichmann.